Wobei ich erstmal was anderes machen will. Ich möchte mal gucken, wenn ich hier auf der Ebene rumlaufe und gegen Monster battle, ob da die Bosse noch auftauchen. Genau, 3 Dämonenzähne, das ist sehr schön. Oder ob ich die Bosse wirklich irgendwie suchen muss. Hier im Dunkeln. Oh, du lebst noch. Weil komischerweise die Bosse von dem anderen Auftraggeber, die hatte ich ziemlich schnell gefunden. Dämonenzahn. Noch ein Dämonenzahn. Aber hier scheinen wirklich keine Bosse unterwegs zu sein. Also mit Bossen meine ich diese Special-Gegner da, die ich auf der... Also Logbuch sagt Zugbrücke. Jupp. Und in die Hauptstadt. Prophezeiung habe ich mir keine neue geholt. Ja, da die gesuchten Liste. Mikas und Haruka. Mikas Monsterliste, wo ich die finde. Bestiarium. Schwarzer Teufel. Sie werden als die schrecklichsten Teufel betrachtet. Es gibt viele Geschichten über ihre bösen Wesen. Man sagt, die Schädel, die sie werfen, seien die ihrer menschlichen Opfer. Ein Bild von ihnen zu malen soll Unheil über das eigene Haus bringen. Es ist ratsam zuerst, die Schädel mit dem Pinsel zu exorzieren. Wenn du keinen Pinsel hast, dann benutze einen Finger, um einen Schnitt über sie zu zeichnen. Aha. Feuerauge. Dieses gigantische Rad soll in seiner Mitte ein riesiges feuriges Auge haben. Legenden besagen, dass das Betrachten des Dämons die eigenen Augen zum Kochen bringt. Niemand war je mutig genug, einen zu betrachten, aber eine neugierige Frau wartete mit nur angelehnter Tür darauf, dass das rumpelnde Geräusch begann. Ängstlich betete sie, die Götter erhöhten ihr Flehen und sandten einen göttlichen Wind, der das Feuer löschte. Die Menschen schreiben seitdem zum Schutz Amaterasus Wind auf ihre Türen. Mhm. Lind Orochi, Lindwurm, der vor 100 Jahren durch Shiradui und Nage besiegt wurde. Jeder Kopf hat eine elementare Kraft. Feuer, Erde, Gift, Licht, Donner, Wasser, Wind und Finsternis. Die Legende besagt, dass die Glocke auf seinem Rücken zum 108. Mal schlug, so oft wie die heilige Zahl des Buddhismus, mit der das Böse vertrieben wird, kam Nagis Chance. Es wird gesagt, dass Nagis Schlüssel zum Sieg das Ausweichen vor Orochis Angriffen war und dass er, wenn Orochi wütend war, ihn den End Purification Sake trinken ließ. Der Wasserkopf wird wütend, wenn er beim Baden angegriffen wird. Donner wird wütend, wenn er die Sicht auf sein Ziel verliert. Gift- und Windangriffe können mit Wind gekontert werden. Das war Nagis Strategie, um Orochi zu bezwingen. Aha. Eismund. Eine Frau, die kalte Kommentare von sich gegeben hatte, wurde auf ein Dämonenrad gebunden. Nun rollt sie eisig durch Stadt und friert jene mit offenem Mund ein. Rauche eine Pfeife oder benutze Inferno, um diesen bösen Feind zu verbrennen. Rauche eine Pfeife, aha.
Moment mal. Das waren jetzt alle Gegner oder was? Otem, Orochi. Das kann jetzt doch nicht sein, dass das alle Gegner waren. Ich habe das Bestiarium voll. Wie kann das denn sein, dass... Wenn es gerade erst angefangen hat, das wären doch jetzt nicht alle Gegner gewesen sein. Okay, Techniken ist nichts Neues. Schatzliste haben wir was Neues. Kutanai-Töpferei. Mhm. Schatzliste geht langsam. Perlen. Haben wir vielleicht 10%? Was haben wir denn? Ne, wir haben ein bisschen mehr, glaube ich, als 10%. Wir haben 4, dann haben wir 5. Da unten ist nochmal eine, sind 10. 15, 18. Also fast 20% der Perlen haben wir schon. Way. So, ja, das mit der gesuchten Liste hatte ich geguckt. Das heißt, darüber zum Dojo. Aber komm, wir probieren noch den da aus. Ob das da vielleicht ein Boss ist. So, Dämonenzähne. Tinte aufsammeln ist wichtig. Gut, dann gucken wir mal ins Dojo, bevor wir... Hatte ich das nicht weggepustet? Ja, hatte ich schon weggepustet, aber es erscheint wohl neu. Hi. So, du bist also wiedergekommen, mein kleiner wölfischer Freund. Bist du gekommen, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Dafür brauche ich 1 Million Yen. Okay, das heißt, ab jetzt wird gespart. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ein Ort wie dieser ist kein Ort zum Spielen. Du solltest nach draußen gehen, wo es nicht so gefährlich ist. Draußen sind überall Dämonen, da soll es nicht gefährlich sein. Ihr schlaft, ihr mögt mich hier doch schon. So, mehr Jungfrauenmünze. Schwupps. So. In den Agatha-Wald, bitte. Ja, ich merke schon, ich müsste eigentlich theoretisch mehr grinden. Ihr habt mich auch schon lieb. Oh. Ach so, da ist. Stein im Weg. Durch den ich immer noch nicht durchkomme. Der Händler wird auch nichts Neues haben. Gucken wir mal kurz. Nein, Goldstaub ist ausverkauft. Gut. Okay, der Charge tut weh. Das sollte ich mir echt merken, dass ich da, dass ich chargen kann. Vor allem, wenn ich wieder Trommler.
bekämpfe. So, ich bin fast an der Brücke. Na. So, weg mit euch. So, du da. Wie viele Dämonenzähne möchtest du für die guten Sachen? Hey Kreide, wie sieht es mit deiner Zahnsammlung jetzt aus? Jetzt solltest du doch schon ein paar haben. Ich werde dir meine wertvollen Schätze dafür geben, wenn du welche hast. Ja, Dämonenschätze gegen Zähne eintauschen. Spende Geld und im Schlaf werden deine Wunden heilen. Bringt Glück, zieht Wertgegenstände daneben an. Das hätte ich als erstes gerne. Weil die Sachen hier oben sind Verbrauchsgegenstände. Die ich nicht unbedingt jetzt gerade brauche. Die drei Sachen hier hingegen sind... besondere Sachen. Also die ich nur einmal kaufen kann und auf die spare ich gerade. Vor allem auf die Katze, die halt wie ein Magnet funktionieren soll. Ja, es wird Tag. Das Gießen bringt mir auch nichts. Dann werde ich mal hier auf der Tacker-Ebene nach Bossen weiter Ausschau halten. Vielleicht finde ich noch einen Boss jetzt, bevor wir einen Cut machen. Kann ich nämlich mal schnell gucken, ob die hier einfach so auf der Tacker-Ebene bei Nacht random spawnen und ich sie einfach nur töten muss. Das hat mir leider keine Zähne gebracht. Es wäre schön, wenn man diese, also diese Schriftrollen mit... diese Schriftrollen erkennen könnte, den Bosses spawnen. Weil es heißt auf jeden Fall, sie kommen nur bei Nacht raus. Das war jetzt etwas zu viel Tinte, was weggegangen ist. Okay.
Die mögen mich. Dann kämpfen wir mal noch gegen dich hier. Ah, hier ist ein Boss dabei. Okay. Todesfeind, der Widerwärtige erscheint. Todesfeind der Widerwärtige besiegt. Ja, ich muss bemerken, die Fischköpfe explodieren gerne. Okay, ein weiteres Monster erledigt. Nur du weißt schon, was zu tun ist. Ja. Das heißt, wir haben wahrscheinlich wirklich keine Wahl. Wir müssen bei Nacht das ganze Feld, Shinzo-Feld abgehen. So, was bist du? Lackwaren-Set. So wie wir auch bei Nacht hier alles abgehen müssen, hä? Weil ich weiß echt nicht, ob die eine Spawn-Chance oder so haben. Spinner, der abscheulich erscheint. Also ob das einfach Zufall ist, ob die erscheinen oder nicht. Ja, Spinner der Scheuliche besiegt. Ich habe ihn zerschnitten, bevor er in die Luft fliegen konnte. Gut. Okay, ein weiteres Monster erledigt. Nun, du weißt schon, was zu tun ist. Ja. So, gucken wir uns noch ein kurzen Moment um, ob wir noch einmal einen Gegner finden. Jetzt gerade. Und die schläft. Okay, da ist noch eine Rolle. Aber das scheint mir eine normale zu sein. Komm runter. Der droppt keine Zähne, so. Schade. Okay, da hinten habe ich noch eine Rolle gesehen. Hund? Da. So. Aber ich denke, das war's jetzt erstmal. Dummdi-dumm. Gut, also zurück zum Spiegel und speichern. So. Spiel ist gespeichert und dann machen wir jetzt erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.